willkommen bei Space. Diesen Monat sind wir hier im südenglischen Plymouth und in der Normandie in Nordfrankreich. An diesen Orten sehen wir, wie Satelliten auf innovative Weise genutzt werden, um das Meer in Küstennähe zu verstehen. Und wir beginnen mit einem surfenden Wissenschaftler. Bob ist der Erfinder einer neuen Technik in der Satellitenozeanographie. Er arbeitet auf dem Surfbrett. Er hatte die Idee, mit seinem Board die Temperatur der Meeresoberfläche zu messen, um damit die Daten des europäischen Satelliten Sentinel-3 besser interpretieren zu können. Und es gibt einen Grund für diese Messungen. In dieser küstennahen Region des Ozeans mangelt es an Daten, sodass wir die Genauigkeit und Präzision der Satellitenbeobachtungen nicht genau bestimmen können. Das Fehlen von Messwerten aus dem Wasser erschwert das Verständnis von Satellitenmessungen entlang der Küstenzone. Bob will dieses Problem mit einem Gerät namens Smartfin lösen. Das Smartfin-Gerät hat die gleiche Größe und das gleiche Gewicht wie eine normale Surfboardflosse, enthält aber einen Temperatursensor, ein GPS-Gerät, einen Beschleunigungssensor zur Bewegungsmessung und verfügt über Bluetooth, um die Temperatur- und Bewegungsdaten von der Flosse auf ein Mobiltelefon zu übertragen. Jedes Mal, wenn der Wissenschaftler surft, zeichnet die Flosse die Temperatur auf. Es ist eine neue Art, die Küstenlinie zu beobachten und zu untersuchen. Einen Ort, der für viele Lebensformen wichtig und für den Klimawandel sensibel ist. Das ist eine sehr wichtige Region unserer Meere. Dort gibt es eine sehr hohe maritime Biodiversität, maritime Produktivität. Sie ist Laichplatz für viele wirtschaftlich wichtige Fischarten. Und die Küstenlinie ist der Nährboden für Meereswirbeltiere wie Seevögel, Dreizehnmöwen und Lummen. 800 Kilometer über der Meeresoberfläche gibt es derweil ein neues Augenpaar im Weltraum. Ab diesem Monat wird der europäische Satellit Sentinel-3B mit seiner Schwester Sentinel-3A im Orbit sein. Beide messen die Temperatur und die Farbe der Meeresoberfläche. Um sicherzustellen, dass beide Satelliten perfekt funktionieren, kreisen sie zunächst in einem Abstand von 30 Sekunden um die Erde. Sie fliegen anfangs in dieser engen Formation, weil wir die bereits validierten Messungen des Satelliten 3A mit den Messungen seines Zwillings Sentinel-3B kreuzkalibrieren wollen. Später werden wir eine Konstellation von zwei Satelliten im Orbit haben, die vergleichbare Daten von gleicher Qualität liefern, aber viel mehr als das, was ein Satellit allein tun könnte. Genauigkeit und Frequenz sind genau das, was die Wissenschaftler der französischen Forschungsorganisation IFREMER interessiert. Sie untersuchen Algen in den Gewässern der Normandie. Alle zwei Wochen messen sie Temperatur, Salzgehalt und Sauerstoffgehalt des Wassers vor der Küste und kombinieren die Messungen mit Sentinel-3-Daten. Hier messen wir mehrere abiotische Parameter. Diese nicht durch Lebewesen bewirkten Parameter werden mit den Algenblüten, das heißt mit dem Wachstum der Algen, verglichen. Wir beobachten die Algen per Satellit wegen der viel größeren räumlichen und zeitlichen Abdeckung. Die Crew ist wieder an Land und im Labor, um zu untersuchen, was im Meerwasser ist. Man muss sich bewusst sein, dass es sich um biologische Gemeinschaften handelt, also muss die Analyse so schnell wie möglich durchgeführt werden. Sobald wir die Proben auf See genommen haben, kommen wir direkt ins Labor zurück. Tanja arbeitet an einem neuen Projekt namens Sentinel-3 EuroHAB. Sie untersucht schädliche Algenblüten. Sie benutzt sowohl die Daten aus dem Meer als auch die Satellitenmessungen. Der Satellit fängt einen globalen Blick auf die Produktion von Phytoplankton ein. Mit den Messungen vor Ort können wir weitergehen und erklären, welche Arten vom Satelliten gesehen wurden und welche Arten giftig sind. Einen wichtigen Trend hat das Team bereits erkannt. Im Ärmelkanal ist die Intensität der Phytoplanktonblüte in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich gesunken.
Wir haben in den vergangenen 20 Jahren alle Daten der NASA und der ESA zur Farbe des Meereswassers untersucht, um die tägliche Entwicklung der Phytoplanktonmenge in den Küstengewässern, des Ärmelkanals und des Golfes von Biskaya zu verfolgen. Und so haben wir eine relative Reduzierung der Phytoplanktonmenge, besonders im Sommer, festgestellt. Zurück im Labor. Bob überprüft die Kalibrierung seines Smartfin-Geräts. Eine Technologie, die er gerne in ganz Europa einsetzen würde, um die Meere zu überwachen und die Trends des Klimawandels verfolgen zu können. Mein Traum ist es, Surfer, und zwar nicht nur Surfer, sondern auch andere Wassersportler wie Kanufahrer, Stand-up-Paddler, Taucher, alle, die auch regelmäßig zum Spaß in und auf dem Wasser sind, mit dieser Technik auszustatten. Sie können wichtige Komponenten wie die Temperatur messen, die wir synergetisch nutzen können, um unsere Satellitendatensätze wirklich zu verbessern. Man könnte diesen Traum verwirklichen. Das Potenzial ist vorhanden. Schätzungen in Großbritannien besagen, dass jedes Jahr 40 Millionen Meeresoberflächentemperaturen von Surfern gemessen werden könnten. Wir sind hier im Plymouth Marine Labs im Warmen und kommen jetzt zu dem Teil unserer Sendung, in dem wir Ihre Fragen über das Weltall unter dem Hashtag AskSpace an Experten weiterleiten. Ich bin mit Seth Shostak, einem leitenden Astronomen am SETI-Institut in Kalifornien, verbunden. Seth, wir haben eine Menge Fragen über Aliens. Petro Britz möchte wissen, ob wir jemals Beweise für Außerirdische finden werden. Auf jeden Fall werden wir das. Der Grund dafür ist A, ich glaube, es gibt welche da draußen. Es gibt 1 Million Planeten in unserer Galaxie, in der Milchstraße. Das ist eine Menge. Kaum zu glauben, dass nur unser Planet Leben hat. Also ist B die einzig wirkliche Frage, können wir sie finden? Wir suchen intelligentes Leben. Ich wette mit jedem um eine Tasse Kaffee, dass wir bis 2025 außerirdisches Leben finden, intelligentes Leben. Das führt mich zu einer weiteren Frage von Dan Alex. Er möchte wissen, ob es eine bestimmte Richtung gibt, in der wir nach Außerirdischen suchen sollten. Ich verbringe viele Nächte damit, mich in meinem Bett zu wälzen und über dieses Problem nachzudenken. Wohin sollen wir die Antennen richten? Wo hängen die Aliens rum? Ein geeigneter Ort ist das Zentrum der Milchstraße, denn im Zentrum der Galaxie gibt es eine enorme Energiequelle. Es gibt ein riesiges schwarzes Loch, es gibt viele Sterne, es gibt eine Menge Zeug. Dort ist viel Energie, das scheint ein Ort zu sein, auf den man die Antennen richten sollte, und das tun wir gelegentlich. Vielen Dank, Seth. Denken Sie daran, Ihre Fragen zum Universum können Sie uns unter dem Hashtag AskSpace übermitteln und wir versuchen, sie zu beantworten. Weitere Folgen von Space können Sie auf euronews.com sehen.